Hi und herzlich willkommen zur dritten Folge von RTFM. Heute gucken wir uns wieder ein Sachbuch an, nämlich das sogenannte Game Engine Black Book Doom in Version 1.1 von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, von Fabien Sanglard, einem Softwareentwickler aus Lyon. Worum geht es in dem Buch? Nun, wie der Titel ja schon sagt, es geht offensichtlich um das Spiel Doom. Das Spiel Doom stammt aus dem Jahr 1993 und ist ursprünglich von ID Software entwickelt worden, rund um John Carmack. John Carmack ist vermutlich der bekannteste Entwickler in diesem Bereich. Das Spiel war 1993 revolutionär. Es hatte eine unglaubliche 3D-Grafik. Es hat Dinge geboten, wie beispielsweise räumliches Audio, dass man also gehört hat, von wo die Gegner, die Monster entsprechend kommen. Dass man zum Beispiel auch, wenn man Geräusche von sich gegeben hat, dass auch die Gegner darauf wiederum reagiert haben. Das heißt, es hatte auch eine relativ, für damalige Zeit, eine relativ ausgefeilte KI, was die Gegner angeht. Aber vor allem, also das kennzeichnende Merkmal von Doom, war eben die herausragende 3D-Grafik, die um Welten besser war als alles, was man damals in diesem Bereich sonst kannte. 1993, der aktuelle Prozessor damals war der 486 oder der 80486 Prozessor von Intel. Als Betriebssystem galt üblicherweise, war MS-DOS im Einsatz, man hatte 640 Kilobyte RAM und es gab seit dem 286er, es gab den Protected Mode statt des Real Modes, in dem man auch mehr Speicher adressieren konnte, aber das hat eben nicht unter MS-DOS funktioniert, weil MS-DOS nicht mit dem Protected Mode umgehen konnte. Und dafür brauchte man damals Extender, sogenannte DOS-Extender, wie beispielsweise DOS 4GW, was in dem Wacom C++-Compiler mitgeliefert wurde. Und das war eben grundlegende Voraussetzung für anspruchsvolle Spiele, die eben an die Hardware gerade in der damaligen Zeit eine enorme Herausforderung waren. Und das Buch erzählt im Grunde genommen, wie die Entwicklung von Doom stattgefunden hat und was es Interessantes über Doom als Spiel aus technischer Sicht zu wissen gibt. Das erste Kapitel ist im Grunde genommen erstmal nur eine ganz, ganz kurze Einführung, sind nur 4-5 Seiten, wo quasi in die damalige Zeit eingeführt wird, wo ein paar grundlegende einführende Worte zu Doom gesagt werden. Richtig los geht es dann im zweiten Kapitel. Da beschäftigt sich das Buch dann nämlich mit der Frage, wie waren denn damalige PCs aufgebaut? Das heißt, man lernt einiges über den 486-Prozessor, man lernt was über den Unterschied zwischen dem 486SX und dem 486DX und dem 486DX2 und eben diesen verschiedenen Varianten dieses Prozessors, die es damals gab, über die verschiedenen Bussysteme wie ISA, wie den BESA Local Bus und so weiter, auch über die VGA-Grafikkarte. Das heißt, das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Hardware von damals. Und alleine das macht schon enorm Spaß zu lesen. Das ist quasi, wenn man die damalige Zeit miterlebt hat, so eine Art Rückbesinnung in die gute alte Zeit. Natürlich wollte man heute nicht mehr auf dieser Hardware arbeiten, aber es kommen eben schöne Erinnerungen an die eigene Kindheit oder an die eigene Jugend unter Umständen wieder hoch. Im dritten Kapitel kommt dann eine große Überraschung. Da geht es dann nämlich um die Entwicklungsumgebung, in der Doom entwickelt wurde. Und das ist, obwohl es ein Spiel für MS-DOS war, nicht auf MS-DOS entwickelt worden, sondern auf Next Step, also auf Next-Computern. Und das war für mich einer der interessantesten Punkte in diesem Buch. Doom basiert nämlich auf einer Art Plugin-System. Das heißt, der Kern von Doom, wo es um die eigentliche Spielelogik geht, der ist plattformunabhängig entwickelt worden in C. Das heißt, das lässt sich problemlos für verschiedene Betriebssysteme, für verschiedene Prozessorarchitekturen und Ähnliches übersetzen. Und es gab eben für alles, was hardware-nah, alles, was hardware-spezifisch war, wie Audio, Video, Netzwerk und so weiter, gab es entsprechende Plugins. Und da stellt sich später heraus, dass das eine sehr, sehr gute Idee war, Doom so aufzubauen. Das ist erstmal unerwartet bei einem Spiel. Warum das wichtig war, dazu kommen wir nachher nochmal im Detail. Im vierten Kapitel geht es dann um das Team und um die Tools, die sich dieses Team entwickelt hat. Da geht es dann um die Hintergründe, wer das eigentlich so war. Es sind erstaunlich wenig Leute gewesen, sie waren nur zu 11. Und natürlich geht es dabei primär dann aber auch um John Carmack eben als Entwickler und natürlich auch die andere bekannte Größe von ID Software, John Romero. Und eben das Zusammenspiel dieser beiden doch sehr interessanten Charaktere und wie eben sozusagen das ganze Team eben dieses Spiel auch geprägt hat, was sie sich überlegt haben, was sie ursprünglich bauen wollten, wovon das Spiel, die Atmosphäre beeinflusst ist und so weiter. Und eben, wie gesagt, es geht auch um die Werkzeuge, die sie sich selbst gebaut haben. Es geht um die Dateiformate, wie die Dateien aufgebaut sind, welche Überlegungen in die Byte-Strukturen gesteckt worden sind, wie der Level-Editor funktioniert und so weiter und so fort. Das spannendste Kapitel in dem Buch ist dann eigentlich das fünfte Kapitel. Da geht es dann nämlich um die Architektur von Doom. Ich hatte ja vorhin schon kurz angesprochen, dieses Plugin-System, und im fünften Kapitel, da geht es dann sozusagen richtig in die Tiefe.
Da werden dann Dinge besprochen, wie zum Beispiel das Speichermanagement von Doom funktioniert hat. Das Speichermanagement hat ID-Software nämlich selbst geschrieben, weil eben das vom Betriebssystem gegebene Speichermanagement nicht ausreichend war. Und das, alleine das fand ich extrem spannend, mal zu lesen, wie funktioniert denn ein Speichermanager und welche Herausforderungen hatten sie sozusagen zu lösen und warum haben sie das gemacht. Es geht aber auch um das 2D-Rendering, es geht natürlich auch ganz viel um das 3D-Rendering, wie das in Doom funktioniert. Das ist ja eins der herausragenden Merkmale von Doom. Es geht um Fragen wie, wie geht man mit Clipping um, wie funktioniert Perspektivenkorrektur, wie arbeitet die Kollisionserkennung, wie zeichnet man überhaupt effizient, weil natürlich bei 3D-Grafik ist es ja nicht immer alles zu sehen. Das heißt, es muss auch nicht immer alles gezeichnet werden. Wie macht man das effizient und eben performant? Wie arbeitet dieses räumliche Audio? Wie funktioniert das mit Soundeffekten, mit der Musik? Ganz spannender Faktor fand ich dann, als es um die Netzwerkanbindung ging, dass damals 1993 tatsächlich schon mit Event Sourcing gearbeitet wurde. Über Event Sourcing haben wir uns im Architectures Daily Nummer 71 unterhalten. Das verlinke ich euch in der Infocard. Und wie das zum Beispiel für Demos von Doom verwendet wurde und was das eben auch für das Debuggen von Doom bedeutet hat. Und das Ganze wird eben illustriert mit unglaublich vielen Codebeispielen, die man sich natürlich hineindenken muss. Man muss sich da durchaus Mühe geben, mitzudenken, aber es sind eben auch gute Erklärungen gegeben, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, man kann das Ganze quasi auf einer konzeptionellen Ebene lesen und die Codebeispiele eher überfliegen oder man kann da wirklich in die Tiefe gehen und sich in den Code von Doom sozusagen hineinarbeiten. In Kapitel 6 geht es dann schließlich um die Portierungen von Doom auf die verschiedenen Konsolen, die es so gab. Und das war eigentlich ist die Erwartungshaltung, als ich das Buch gelesen habe, meine Erwartungshaltung war, dass das Kapitel relativ einfach sein sollte, denn Doom hatte ja dieses Plugin-basierte System. Das heißt, außer das Audio-Plugin, das Video-Plugin, das Netzwerk-Plugin und so weiter eben für das jeweilige System neu zu schreiben, sollte das Ganze ja kein großes Problem sein. Tatsächlich war die Portierung auf die verschiedenen Konsolen aber doch erstaunlich schwierig, was vor allem an der sehr eingeschränkten Hardware der Konsolen lag. Insbesondere Speicherplatz war generell ein großes Problem. Auch anspruchsvolle 3D-Grafik, da gab es verschiedene Ansätze, wie man das umsetzen konnte. Das heißt, auch das war nicht so einfach umzusetzen oder zu lösen für ID-Software. Und da gibt es durchaus interessante Ideen, dass zum Beispiel, wenn Treppen vorhanden sind, die Anzahl der Stufen unterschiedlich ist, dass auf der PC-Version es mehr Stufen sind und in einer Konsolenversion, wo einfach nicht so viel Speicherplatz für Texturen gegeben war, dass es zum Beispiel weniger Stufen sind und dass da einfach das Spiel auch inhaltlich teilweise angepasst wurde. Und das ist erstmal der Inhalt des Buches, worum es also in Game Engine Blackbook Doom geht. Was ich richtig schön gemacht finde an dem Buch, es enthält, also wie ich gerade schon sagte, sehr viele Codebeispiele. Es sind aber auch sehr viele Bilder, sehr viele Abbildungen enthalten, die sind farbig. Das ist sehr, sehr schön, weil das Ganze eben einfach das Ganze viel besser illustriert, als wenn das nur Schwarz-Weiß-Grafiken wären. Und es streift eine unglaublich große Vielfalt an Themen. Vieles wird auch tatsächlich nur gestreift, aber das ist einfach dem Umfang dieses Buches geschuldet. Vieles wird insofern halt auch nur oberflächlich behandelt, aber eine Menge Dinge werden dann eben auch im Detail behandelt. Das heißt, da musste der Autor einfach eine gewisse Balance finden zwischen alles mal ansprechen und sich dann die Dinge heraussuchen, wo man wirklich in die Tiefe geht, wo man wirklich in die Details geht, die man dann näher erklären kann. Und insofern macht das Buch richtig Spaß zu lesen, auch wenn man mit Spieleentwicklung an sich überhaupt nichts zu tun hat. Wenn man Doom gespielt hat, ist es interessant und auch ansonsten, wenn man sich einfach für interessante, intelligente, durchdachte, clevere Software, Architektur und Entwicklung interessiert, dann ist das ein sehr cooles Buch. Für mich persönlich war das Ganze eher eine Zeitreise oder auch eine Zeitreise in die Vergangenheit. Nicht nur wegen Doom an sich, was ich als Jugendlicher sehr viel gespielt habe, sondern auch wegen dem 486er und Co. Also bin mit MS-DOS groß geworden und so weiter. Und unterm Strich ist das Ganze eine interessante Lektüre für jede Entwicklerin, für jeden Entwickler, kann ich nur eine klare Empfehlung aussprechen. Es ist auch einfach mal etwas anderes als die übliche Entwicklungsliteratur. Es gibt übrigens auch noch ein Vorgängerbuch vom gleichen Autor, das beschäftigt sich mit Wolfenstein 3D. Und teilweise enthält das Game Engine Blackbook Doom Referenzen auf Game Engine Blackbook Wolfenstein 3D. Trotzdem lässt sich das Buch eigenständig lesen, aber es schadet vermutlich auch nicht, wenn man das Buch über Wolfenstein 3D im Vorfeld schon mal gelesen hat. Also insofern ganz klare Leseempfehlung. Und falls ihr es gelesen habt, würde mich sehr freuen, wie euch das Buch gefallen hat, was für euch die Highlights waren und was ihr vielleicht für eure tagtägliche Arbeit auch herausziehen könntet. Schreibt das Ganze doch einfach mal in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen und dann bis zum nächsten RTFM. Macht's gut. Ciao.